Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Gamecore HD. Ja, heute mit so einer kleinen Art Gameplay-Video, in dem ich euch einige News zum Kanal und dem weiteren Fortgehen hier erklären werde und euch näher bringen möchte. Erstmal zum Gameplay hier. Wir sehen hier den Ferrari F2007 auf Nürburgring 24 Stunden, also die Grand Prix-Strecke mit der Nordschleife hinten dran. Ja. Eine sehr ungewöhnliche Kombination. Normalerweise fahren diese Formelfahrzeuge ja nicht auf der Nordschleife, jedenfalls nicht mehr. In der Vergangenheit haben sie das getan. Es wurde aber auf jeden Fall mit der Zeit immer unsicherer, weil die Strecke natürlich links und rechts von der Fahrbahn meistens nur Leitplanke bietet, mit ja ein paar kleinen Metern Rasen. Also zu gefährlich gewesen für die Formel 1. Es gab ja auch gefährliche Crashs. Man denkt an Niki Lauda zum Beispiel und ja, somit nicht mehr in der Formel 1 dabei. Und ja, insgesamt gibt es zwei Formel 1 Fahrzeuge, beziehungsweise drei, also zwei richtige Formel 1 Fahrzeuge in Gran Turismo 5. Einmal diesen hier, den Ferrari F1 2007 oder F2007 und den Ferrari F10. Das sind beides Formel 1 Fahrzeuge. Und ja, dieser hier von 2007, der F10 von 2010, glaube ich. Ja, der F7 hier, F2007, der ist ja noch vom alten technischen Reglement her nicht so ja seltsam wie die neuen, mit die auch komplett auf Abtrieb ausgelegt sind. Ist es hier noch ein bisschen mehr auf Speed ausgelegt. Der hat hier schon die neuen V8-Aggregat drinne. Die Formel 1 ist ja vor Zeiten mal von V12 dann auf V10 gewechselt und dann schlussendlich auf V8 Motoren. Und ja, es soll sogar irgendwann mal auf V6 Motoren gehen, aber dann ist es für mich irgendwie auch keine Formel 1 mehr, sondern eher eine Formel 3, wenn sie dann mit V6 Motoren rumcruisen. Also für mich ist das dann nichts mehr, dann werde ich aussteigen nach den Jahren, in denen ich hier schon die Formel 1 verfolge. Es ist schon sehr lange und ja, ich glaube, 10, 12, 15 Jahre verfolge ich die Formel 1 jetzt schon. Ja, das Fahrzeug an sich war das Fahrzeug, mit dem Kimi Räikkönen gefahren ist zum Beispiel. Und der ist damit auch den Weltmeisterschaftstitel eingefahren. Und ja, es fährt sich unrealistisch, muss ich sagen. Also das Fahrzeug an sich gut. Aber in GT5 finde ich es sehr unrealistisch, dass das Fahrzeug hier so über die Curbs fahren kann und die Bodenwellen. Das ist nicht ganz so gut umgesetzt. Das wäre ja viel schneller ausgehebelt worden, dieses Formelfahrzeug. Dafür klebt es sehr gut an der Strecke. Ja, also das dazu, zu diesem Video hier nochmal. Vielleicht nochmal ganz schöne Aufnahmen für euch. Ist zwar ein bisschen surreal alles, aber obwohl schon Formel 1 Fahrzeuge auf der Nordschleife gefahren ist, zuletzt war es glaube ich Nick Heidfeld mit dem BMW Sauber F1, ist aber auch relativ langsam gefahren, war nur so ein Show-Event. Ja, jetzt zu meinem Kanal. Also nachdem ja das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring jetzt abgeschlossen, vom Le Mans jetzt abgeschlossen ist, steht bald das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring am Start, was ich mit dem Peugeot 908 HDI FAP Team Matmut Orica bestreiten werde. Das wird starten am 5., nee, am 3. Mai wird es starten. Also ist es nicht mehr allzu lange hin. Und ab diesem Projekt, also ab jetzt, wo dieses Le Mans-Projekt abgeschlossen ist, wird mein Kanal auch, ja, auch sozusagen in die zweite Runde gehen. Ich habe jetzt einige neue Sachen in Planung. Ich will jetzt nicht sagen, dass eine neue Ära anbricht oder so, aber ich werde auf jeden Fall hier einige Neuerungen mit reinbringen. Somit werde ich mich jetzt, würden jetzt viel mehr Uploads von mir kommen. Und zwar auch viel mehr zu Rennspielen, also auch zu verschiedenen Rennspielen. Ende Mai kommt Grid 2 raus, dann wird ein Let's Play dazu kommen. Außerdem werden jetzt vielleicht auch nochmal einige Sachen zu F1 2012 kommen und zu einem Spiel namens WRC3, ein Rallye-Spiel. Ja, was nicht so richtig überzeugen konnte, aber ich will euch dort alle Etappen mal zeigen. Ist vielleicht ganz nett anzugucken und ich bin auch ein großer Rallye-Fan. Als Rallye-Spiel ist es, finde ich, besser als diese Dirt-Titel, weil es einfach mehr Rallye bietet.
Man hat alle Etappen, Portugal, Deutschland, etc. pp. Und das ist schon ziemlich nice, muss ich sagen. Somit werde ich euch das auch präsentieren. Es werden die Upload-Tage werden sich ändern. Ich werde montags, dienstags uploaden und ja, donnerstags und freitags und immer noch mal am Wochenende was Kleines nachliefern. Es werden auch mehrere Videos an einem Tag hochgeladen werden. Also es wird jetzt hier nochmal ordentlich aufgerüstet von mir mit verschiedensten Projekten. Also drei, vier Rennspiele auf jeden Fall werden hier nebenbei laufen. Und einmal immer noch das B-Projekt, ein Let's Play zu einem anderen Spiel aus einem anderen Genre. Das werde ich beibehalten. Habt ihr ja schon am Mittwoch jetzt diese Woche gesehen, dass Rage jetzt als Let's Play hier läuft, was ich ziemlich cool finde, macht mir sehr viel Spaß. Ich habe euch auch mit einer Abstimmung auf meinem Facebook-Fanseite habe ich euch mal gefragt, wie ich es hier weitermachen soll. Viele haben wirklich dafür abgestimmt, nur noch Rennspiele, und die meisten haben aber gesagt, mach das, worauf du Spaß hast. Hat irgendwer selber hinzugefügt, fand ich ganz nett. Und somit werde ich das auch tun. Also ich werde mich hauptsächlich jetzt auch mehr auf Rennspiele fokussieren, aber immer noch mal ein Projekt nebenbei laufen lassen, was nicht gerade Formel 1 ist, Formel 1 Rennspiel. Ja, somit sind wir hier mit dem Ferrari auch schon bald am Ende der Runde. Ja, ich danke euch jetzt schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu und könnt euch natürlich auch auf das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring freuen, was jetzt bald startet. Das wird auch immer wieder am Freitag dann hochgeladen werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage.